GeoGuessr im Koop-Modus jetzt mit Nils und mir beim Geo-Battle. Herzlich willkommen, liebe Leute. Herzlich willkommen, Nils. Hi, Lars. Hi, Leute. Schön, dass du am Start bist. Ich habe eigentlich gerade schon alles erklärt, was wir heute machen. Wir spielen GeoGuessr im Koop-Modus. Was heißt das? Erstens, ihr habt uns geschrieben in den Kommentaren, ey, spielt das doch mal wie Games Done Quick. Ein Riesen-YouTube-Channel, den ich mir heute reingezogen habe. Da wird häufiger mal GeoGuessr gespielt. Und da haben eben zwei richtige GeoGuessr-Profis versucht, immer die perfekte Punktzahl zu kriegen im Koop-Modus. Und ihr habt gesagt, macht das doch auch mal. Ich weiß, dass es zum Beispiel in einer dilettantischeren Version auch schon der YouTuber Ludwig mit unserem GeoWizard gemacht hat. So ungefähr ist es dann eher bei uns. Das heißt, wir spielen beide in der gleichen Map. Ich sehe aber erstmal nichts. Nils wird durch diese Map gehen und mir Dinge beschreiben, die er sieht. Nun bin ich natürlich nicht der GeoWizard. Das heißt, ich werde nicht sagen, aha, die Palme hat also, keine Ahnung, zwei Kokosnüsse, deswegen sind wir mal leise, sondern wir werden uns da ein bisschen durchkämpfen müssen, haben aber kein Zeitlimit und natürlich nicht so, wie in dem Video, das ihr verlinkt habt, das ihr euch gewünscht habt, werden wir nicht jedes Mal 5000 Punkte kriegen, sondern wir werden erstmal froh sein, wenn wir überhaupt wissen, in welchem Land wir sind. Ihr könnt ja mitspielen. Ne? Ja. Also ihr könnt ja einfach nebenbei auch GeoGuessr aufmachen. Und dann anhand der Dinge, die ich verrate, versuchen, ob ihr vielleicht schneller drauf kommt als Lars. Genauso. Genauso machen wir das. Und Nils, wenn du denkst, du bist irgendwo, kannst du es auch sagen. Also unser Ziel muss es letztendlich sein, wirklich einmal eine richtig gute Punktzahl zu haben. Ja, das schaffen wir doch. Schaffen wir. Ja. Wenn wir halt irgendwie so in Europa unterwegs sind, ist es leichter, als wenn wir irgendwo in der russischen Pampa sind. Das ist völlig richtig. Europa am besten irgendwie in Hamburg. Ja, Hamburg oder noch besser als Hamburg ist fast Luxemburg. Naja, lass uns einfach starten, nicht lang rumschnacken. Du wirst anfangen. Kein Time Limit. Und wenn wir irgendwann sagen, es wird nichts mehr, dann gebe ich ein Guess ab und fertig, ne? Aha, machen wir so. Okay. Und wenn wir aber sagen, ey, wir sind kurz davor, 5000 Punkte zu kriegen. Ja, dann machen wir das. Dann ziehen wir das auch durch. Okay, Nils, erzähl es mir. Scheiße. Das macht Spaß, jetzt schon. Also, mein lieber Lars, wir befinden uns in einer, ja, ich, warmen, ich schätze, es muss irgendwie eine warme Gegend sein, bunte Farben, eine Videothek gibt's dort noch, Golden Plus Video, eine bunte Videothek. Also Englisch? An einer Stadion. Nee, warte, ganz kurz. Ich glaube, es ist eher Spanisch. Mhm. Und zwar steht da Auto Elevadores, El Yarojo. Könnte auch Mexiko sein. Ja, wie sieht das entwickelt aus oder sieht es eher ein bisschen. Ne, es sieht eher so ein bisschen wie so die Suburbs von LA oder so, wo es eine bessere, ärmere Gegend von LA, aber es ist vermutlich nicht LA. Also die Autos scheinen mir schon auch nordamerikanisch zu sein. Ich sehe hier so ein so paar Pickup-Trucks und aber auch so einige günstigere Autos. Es sieht mir schon irgendwie, also Mexiko würde ich jetzt. Wäre mein erster spontaner Guess. Kannst du mal ganz kurz gucken, wo die Sonne ist im Himmel? Weißt du was, ich sehe ganz kurz, ich sehe hier gerade einen Bauzaun oder nee, generell eine Mauer, eine Umzäunung eines Anwesens und dort wird mit den mexikanischen Farben grün, weiß, rot gearbeitet, sodass ich davon ausgehe, wir befinden uns tatsächlich in Mexiko. Okay. Da steht auch irgendwas Spanisches, Por Valle, Hermoso de whatever. Also Perfekt. Ich gehe davon aus, wir sind in Mexiko. Und wir sind mitten in einer Stadt, ne? In so einer kleineren Stadt oder? Ja, es ist, also ich bin auf einer offensichtlichen Hauptstraße. Es ist hier wenig, Wohnungen sind so in anderen Straßen, aber in dieser Straße ist eine Tankstelle, Videothek und so weiter. Heißt die Tankstelle auch Pex-Mex oder so? Tekate. Nee, achso, warte. Nee, entschuldige. Es ist gar keine Tankstelle. Ich habe mich getan. Ach so. Es ist Press, Zona Press. Es ist eine. Ein kleiner Kiosk oder irgendwas, ich weiß nicht, da gibt es irgendwelche Leckerlis. Ich fahre mal diese Straße runter und schau mal, es sieht doch ein bisschen ärmlicher aus, ob ich hier irgendwo ein Straßenschild genau. oder sowas finde. Also richtig geil wäre, wenn du jetzt auf eine große Schnellstraße kämpfst, wo dann irgendwie die Städtenamen auch drauf sind oder einen Straßenname oder so. Also was wir jetzt, wir haben uns ja quasi auf Mexiko jetzt geeinigt, sprich jetzt kann ich hier auch schon mal auf Start Game gehen, dann sehe ich zwar das, was Nils als erstes gesehen hat, aber wir denken ja sowieso, wir sind in Mexiko, weil nur ich darf ja die Schätzung abgeben, Nils darf die Schätzung nicht abgeben. Ja, ich gucke hier ganz in Ruhe übrigens, ob ich hier irgendwas ja. So, jetzt muss ich nämlich gucken in Mexiko. Okay, wir sind in Telefax, pass auf. Empresas Longoria Sucursal Valle Hermoso. Und steht in der Telefon. Valle Hermosa. Hermoso. Villa Hermosa. Nee, Scheiße. Valle Hermoso. Scheiße, das klang so ähnlich. Schade, Valle
Hermoso. Ach, shit. Das merkt ihr mal. Wobei ich nicht weiß, ob das. Was haben wir denn hier? La Ganga. Sicher, dass da nicht Villa Hermosa draufsteht. Gibt's doch nicht. Valle Hermoso. Valle, okay, das heißt, vieles heißt so. Valle. Ja, wir finden schon irgendwas. Mhm. Sah das für dich eher nach einer Stadt aus, dieses Valle Hermoso, oder eher so ein Straßenname? Das war an einem Shop sozusagen. Ach so. Mhm. Und. Guck mal, was haben wir? San Luis, Hotel San Luis. Okay, also das ist. Ich schau mal, ob wir hier irgendwas. Ah, Best Western Hotel San Luis. Okay, warte mal. Okay, das ist aber wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das ist bei Hotels, ob das jetzt nach der Stadt benannt ist. Also es gibt ja ein Best Western Hotel San Luis. Ja. Aha. Ob das die Stadt auch ist, San Luis, oder ob das benannt ist nach jemandem, der so hieß. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass es die Stadt ist. Mhm. Eine Frage noch. Es sieht für dich, weil du vorhin auch L.A. gesagt hast, schon so eher ein bisschen trockener aus und nicht so tropisch, subtropisch. Ja, 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 es wirkt ein bisschen trockener auf mich. Genau, auf jeden Fall eher nicht subtropisch, also wahrscheinlich vielleicht nördliches Mexiko oder sowas. Mhm. Mhm. San Luis war die das Best Western. Genau, San, also mit S-A-N und dann. Ja. Was haben wir denn hier? La Sultana. Frage mich, wann es San ist und wann Santa ist. Ist es männlich-weiblich oder so? San Luis Potosí? Das also, könnte es doch sein, oder? San Luis. S-A-N und dann L-U-I-S, ne? Ja. Mhm. Ja, dann schau mal, ob du dann eine Hauptstraße findest. Uiuiui. Ui, ui. Madeiras. Nils. Aber das ist ja nicht die Stadt. Hoffentlich, oder? Monterey ist ja auch. In welchem Land ist Monterey? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht mal, wo es Nordkap ist. Also ich habe eigentlich von Geografie überhaupt keine Ahnung. Das ist das Problem. Das glaube ich dir aber nicht. Ich weiß nur, wo das richtige Google-Auto steht. So, ich fahre jetzt mal einfach diese Straße mal. Ich gucke immer sehr viel links und rechts, ob ich da irgendwas sehe. Ja, also es ist schon eine Riesenstadt, oder? Weil San Luis wäre auf jeden Fall eine Riesenstadt. Ich kann hier dieses Best Western mal suchen. Ja, such mal dieses Best Western. Jetzt komme ich wahrscheinlich so ein bisschen raus. Mirado. Mega Services Mekanokos, was? Also hier muss doch irgendwo mal ein kleines Straßenschild. Es ist halt leider, wenn es wirklich das ist, eine riesen. Kann man sich erkennen? Stadt. Jetzt komme ich hier, glaube ich, in die Outskirts. Oh, das ist noch nicht fertig gebaut. Ja, ich fahre mal einfach diese Hauptstraße lang, da muss ja irgendwann mal irgendein Schild sein, wo was aus. Ja, steht auf dieser Hauptstraße nicht irgendeine Nummer, irgendwie 49 zum Beispiel, so ein Highway-Sign? Das wäre schön. Nee, also das ist noch kein Highway, aber ich habe das Gefühl, ich komme jetzt hier so ein bisschen weiter raus. Ibis? Angst, dass es noch eine Stadt gibt, die heißt nur San Luis, weil ich bin nämlich in San Luis Potosí. Habe ich große Angst vor. Ja, also. Tankstelle. Ich fahre einfach weiter. Irgendwann wird hier irgendein Schild sein. Ich bin schon relativ weit. Und für euch dann nochmal, wir haben kein Timelimit und entscheiden es einfach selbst, ob wir glauben, dass wir kurz davor sind. Aber im Moment sieht es ja gar nicht so gut aus. Ja, also wenn ich jetzt hier irgendwo ein Straßenschild finde, wo mal was Vernünftiges draufstehen würde, dann glaube ich, können wir das ganz gut eingrenzen. Ich gucke jetzt nicht mehr allzu gründlich links und rechts des Weges. Ich versuche einfach nur ein Schild zu finden. Ja. Also göttlich werden Highways sein und alles andere würde auch schon helfen. Es muss ja irgendwann, wenn man diese Hauptstraße langfährt, irgendwann muss er ja mal. Obwohl, es kann natürlich auch sein, es ist Mexiko, es ist Nordamerika, da kannst du wahrscheinlich auch einfach mal ewig und drei Tage geradeaus fahren. Ja. Ja, und wir sind Motel La Isla. Diese pinken Signs scheinen auf jeden Fall Hotels zu sein. Ibis. Industrial sieht es nicht aus, ne? Als wäre es so Industriegebiet. Doch, doch. Ich meine, es ist halt eine große Straße und da sind halt so verschiedene Läden, aber also jetzt nicht nur Einkaufsläden, sondern eben auch so viel Service-Sachen. Ja. Oh, hier ist ein riesiger Autoschrottplatz. Ja, vielleicht dann. Doch. Noch ein Motel.
Kannst du mir sagen, wie das Hotel heißt, oder ist es so klein? Das war jetzt, glaube ich, relativ klein. Ja, nee, dann. Das, also, dieses Best Western oder was das da war, das, ja, das war schon das Größte dort. Sah auch modern aus. Hotels werden einem relativ früh angezeigt, das ist ganz was gut. Was haben wir denn hier? Was steht hier? Was ist denn da? Achso, das ist eine Kita. Ist sie abgefahren? Einfach nur geradeaus. Aber du bist immer noch nicht auf der Hauptstraße, sondern auf einer Straße, die so aussieht, als könnte sie zu einer führen? Ne, naja, das ist immer noch. Das ist eine riesige. Ja, das ist einfach eine vierspurige, also jeweils zwei in beide Richtungen. Straße und links und rechts, das ist weird. Also teilweise sind da irgendwelche Grundstücke, wo wahrscheinlich Leute wohnen, und dann sieht es aber auch komplett aus wie ein Industriegebiet. Tankstellen oder irgendwelche Hotel-Service Gewerbe und so weiter und so fort. Eine Pemex-Tankstelle, na gut, da gibt es glaube ich auch so viele. Hotel Diana. Aber wir sind auf jeden Fall, würden wir jetzt schon richtig viele Punkte kriegen. Ist das schon in Nordmexiko? Bist du in Nordmexiko oder wo? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie in Mexiko, aber. Achso, San Luis ist ungefähr zentral, nördlich von Mexico City. Irgendwo was stehen. Du darfst aber nicht die Karte öffnen, ne? Weiß ich nicht. Die darf nur ich öffnen. Das war eine Aussage. Ja. Keine Frage. Also ich glaube, das darf man nicht, aber erst hinterher. Ich hab noch, da kommt was da hinten in der Ferne, ein grünes Schild. Aha, das ist gut. Endlich. Oh, das wird geil. Das gibt Gas. Hinder. Oh, wenn du jetzt stehen bleiben musst, weil. Das Auto leer ist. Ey, jetzt, ey, das ist ja ewig weit weg. Unfall. Überschlägst dich jetzt viermal. So, jetzt beeil dich, dann habe ich gleich eine Info. Komm jetzt, ist das. Ey, das wird, kommt nicht näher. Das kommt nicht näher. Es ist bestimmt irgend so ein Vorort, aber nee. Oh nein, das fucking ist Best ein richtiges Straßenschild. Nein? Warte, da steht. Feliz Viaje oder sowas. Nein. Valle Hermoso. Ach, das muss die Stadt sein. Presidencia Municipal Valle Hermoso. Ach so, Valle Hermoso habe ich schon wieder ganz vergessen. Valle Hermoso. Das muss Valle Hermoso sein. Was steht denn da noch? Das heißt das sowas wie Auf Wiedersehen oder sowas? Was heißt Feliz Navidad? Feliz heißt doch frohe Weihnachten. Ja. Das heißt, Feliz heißt, was heißt Viaje, frohe Reise. Vielleicht. Frohe Reise, ja. Frohe Reise. Valle Hermoso. Also ich dachte ja immer, wir sind in San Luis, weil da das San Luis Best Western ist. Aber vielleicht ist ja Valle Hermoso auch so entweder ein Stadtteil? Nee. Also Presidencia Municipal, das heißt, ist das wahrscheinlich irgendeine Aufteilung, irgendeine Bezirkaufteilung, Region, irgendwas? Ja. Und Valle Hermoso ist wahrscheinlich dann Teil von Presidencia Municipal oder sowas. Also dadurch, dass ich das jetzt auf diesem Schild lese und ich das auch gelesen hatte in auf diese anderen Dinge. Ja. Okay, und jetzt steht hier, guck mal, auf der anderen Seite, wenn du reinfährst, steht auch Bienvenidos, Vamos, bla bla bla, Valle Hermoso. Okay, also ich würde sagen, ich scanne das jetzt mal kurz. Wenn ich es nicht finde hier, würde ich sagen, call it a night und machen die erste Schätzung schon mal. Weil dann sind wir ganz falsch, wenn ich das jetzt hier wieder nicht finde. Victor. Chinos. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwas, wenn ich hier rausfahre, ob hier noch irgendwas. Ja. Immer noch keine Straßennummer gewesen, ne? Nee, jetzt sind die Straßen hier auch schlagartig einspurig und schäbiger und ländlicher und man sieht einfach wirklich überall Felder. Ja, dann ist es wahrscheinlich nicht in San Luis direkt. Nee, das ist, also es wirkt wirklich wie so vielleicht irgendwo im Nirgendwo, wo du dann durchfährst, eine große Straße an der Hauptstraße, wo sich alles versucht, sich dort anzusiedeln, weil das die Durchgangsstraße ist. Ich sehe hier tatsächlich auch Palmen, oder was ist das? Ja, hier kommen auch mal ein paar Palmen. Also ich würde sagen, zum Reinkommen gucken wir jetzt einfach mal, ob das ungefähr stimmt, wo wir dachten.
oder? Okay, wie geht das jetzt? Du drückst irgendwas? Ja, also ich finde jetzt nicht mehr dieses Halle, Herr Moose, das ärgert mich. Wenn es jetzt hier in der Nähe ist, dann ärgere ich mich richtig. Vielleicht ist es aber auch ganz woanders. Wir schauen jetzt mal, hier ist die Schätzung. Ich habe jetzt gedacht, San Luis, irgendwo um San Luis wird wahrscheinlich Valle Hermoso sein. Wenn es nicht mehr. Okay, dann gesse ich jetzt und schau mal. Muss ich auch irgendwas drücken oder wird das bei mir angezeigt? Wird bei dir nicht angezeigt. Ja, wir sind 500 Kilometer entfernt. Oh. Ah, da sehe ich es. Jetzt siehst du es. Ah ja. Gucken wir mal. Da ist Valle Hermoso, da ist es. Ja. Ja, ja, siehst du diese Straße? Die, ja. Ja, ja, da sieht man es richtig. Gerade gezogen am Reißbrett. Und an dieser Hauptstraße, ja, dort hat sich dort alles angesiedelt, ne? Krass. Und ich bin dann aus der Stadt rausgefahren, ja. Weißt du, ich habe hier Dings gefunden, San Luis. Und das hat uns ein bisschen verwirrt. Aber ich finde 500 Kilometer, wir haben die Stadt, nee, wir haben das Land schon mal richtig, den Kontinent richtig. Mhm. Und 500 Kilometer ist nicht verkehrt. Wie viele Punkte sind das denn? 3800 Punkte. Das ist doch in Ordnung jetzt. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Okay, wollen wir das nochmal so spielen? Ja, finde ich gut. Was muss ich drücken? Achso, du musst jetzt auch irgendwo eine Schätzung abgeben. Am besten. Achso, du musst auf die Landkarte drücken, oder was? Ja, kannst du auch mal San Luis suchen, weil das war halt unsere Schätzung, damit wir hinterher ungefähr sehen, wie schlecht wir waren. Jetzt muss ich noch dieses andere Land suchen, da, oder was? San Luis Potosi. So, Ach, guck mal, das war sogar die Region. Monterrey, ich hab's doch gesagt. Das ist nämlich in Mexiko. Monterrey hier, es gibt doch auch Monterrey. Ja, da gibt's doch Film oder irgendwas. So, war das was in San Luis? Wo war das denn jetzt nochmal genau? Jetzt muss ich das wieder suchen. Ja, nördlich von Mexico City. Aber das ist ja eigentlich auch nicht so wichtig. Drück da einfach irgendwo hin. Monterrey, das ist Mexico City. Im Endeffekt ist es egal, weil wir ja eh das jetzt immer so rummachen. Ich mach jetzt einfach, dann drück ich mal so jetzt. So, guess. Wie viele Punkte? 3627. Ja, ungefähr. Naja. Okay, dann machen wir next round. Ah, okay, mein Lieber, das sieht mir. Das ist eine heiße Region mit so rötlichem Sand. Ja. Es ist eine staubige Piste. Außerhalb von der Stadt. Wir sehen keine Stadt und keine Schilder. Ja, es ist komplett in der Wildnis. Wir sehen, wie gesagt, links und rechts dieser staubigen Piste ist Vegetation. Es sind grüne Vegetation? Ja, grüne Vegetation. Palmenartig? Nee, eher interessanterweise keine Palmen. Schon eher Bäume, Sträucher, Büsche. Wie ist die Videoqualität insgesamt, findest du gerade? Super schlecht, auffällig schlecht? Der auffällig schlecht, soweit würde ich nicht gehen. Aber ich guck mal, da ist ein Typ. Was hat der denn? Also okay, das ist auch eventuell Afrika. Okay. Einen dunkelhäutigen Mann gesehen. Ja. Und das war eh schon mein erster Eindruck, dass das irgendwas Afrikanisches ist. Was kannst du dann mal bitte auf den Boden gucken? Was ist das? Ja, der Boden, sag ich ja, das ist ja nee, auf, also du gehst quasi so runter, als würdest du gucken, was du für ein Auto fährst. Ja. Was siehst du da irgendwas? In einem Google-Auto? Ja, da sind so Aufbauten, so eine Art Gepäckträger. Geil! Sehr gut. Und ist da an diesem Gepäckträger ein Gaffer-Tape? Guck mal, ob da irgendwo ein Gaffer-Tape hängt. Gaffer? Ja, also so ein schwarzer, das sind ja so Stangen wahrscheinlich, ne? So zwei Stangen. Ja, die sind aber quer und nicht so, sondern so. Ja. Und da ist auf jeden Fall ein Gummiband, sehe ich da, was befestigt. Also so ein, sagen wir mal, so ein handbreiter Gaffer, schwarzer Gaffer, der um die Stangen. Okay, dann nicht. Nee, auch gut. Das sehe ich nicht. Siehst du so einen, wie nennt man das denn? So ein Schlauch, der aus dem Auto rausguckt, so ein Schnorchel. Aus dieser Perspektive, warte mal von an. Ja, ja, ja. Ja? Ja, also es ist schon irgendein Jeep-ähnliches Fahrzeug, was Offroad-tauglich ist. Wir sind in Kenia, das kann ich dir schon mal sagen. Mhm. Also du siehst auf jeden Fall diesen Schnorchel, ne? Ja, ja. Gut. Mhm. Kannst du mal sagen, ob wir Richtung Norden oder Süden fahren? So, das Auto fährt Richtung Osten. Okay. Also der Schnorchel ist ja vorne dran, nehme ich mal an. Und ja, das sieht mir vorne aus hier. Also fahren wir nach Osten. Okay. Das Auto fährt nach Osten, genau. Mhm. Ja, okay, dann bist du ja schon mal gut dran mit Kenia. Die fahren auch in die Richtung. Ich kann ja mal die Straße langfahren. Vielleicht sehen wir ja irgendwo dann eine Stadt. Mhm. Okay, jetzt für alle wieder. Ich switche jetzt wieder rein.
um in die Landkarte gucken zu können. Natürlich wahrscheinlich sehr weitläufig. Mal schauen. Okay. Das ist natürlich schön, dass wir jetzt eine Kenia. Das hast du erkannt an diesem. Ja, wenn da dieser Schnorchel ist, dann bist du in Kenia. Das ist ja lustig. Aber das sind höchstwahrscheinlich. So Facts, ne? Die, ja, Meta-Gaming. Das weiß man auch nur als Erfahrener. Warte mal, da war irgendein Schild. Genau, und ich habe heute just DDR. In diesem Video, das uns vorgeschlagen wurde, habe ich auch gesehen, dass einer in Kenia, und dann hat der noch geguckt, ob das Auto Richtung Süden fährt, und dann ist man immer hier auf dieser Straße. Das heißt, weiter habe ich das nicht verfolgt, diesen Tipp, aber ich kann mir vorstellen, dass das Google-Auto in Kenia nur einmal so im Kreis rumgefahren ist. Aber ich weiß es nicht, in Osten weiß ich jetzt nicht, ob das dann hier ist. Oh, ist das hier eine Fußballmannschaft? Hier wird Fußball gespielt. Sehr lustig. Also du hast noch keine Straßen? Nee, aber jetzt bin ich hier, ach, das ist, oh Mann, ey. Es ist original, hier ist eine weiterführende Schule, Secondary School, aber die Mauer verdeckt das Schild, aber da steht sowas wie Kia, also es fängt mit Kiat an, K-I-A-T-I-N, schätze ich mal, Kiatin, E-I, also das, der Rest ist verstellt, und dann Secondary School, Harvesting Project, Rotary Club, Holland, bei Rotary Club, bla bla bla, Holland. Also, Kitale war es nicht, ne? Nee, Kiat. Kiati, irgendwas mit Kiati. Okay. Ich glaube, das dritte, das Kiatin oder sowas, und dann noch ein E. Dann such du gerne nach neuen Hinweisen. Ich guck mal, ob ich irgendwas mit Kiatin schon anfangen kann. Ah ja, da sehe ich es nochmal. Kiatineni. Das kann aber auch sein, dass. Also die Schule heißt so, ne? Aha. Das muss ja nicht der Ort sein, aber es ist der erste Hinweis. Kiatineni. Also Kiat. I-N-E-N-I. Kiatineni. Und dann steht da noch irgendwas. Drei. Was ist das, eine Postleitzahl oder eine Telefonnummer? Machakos. Aha. Da kannst du, das kannst du auch mal im Hinterkopf behalten. Machakos, das ist auch noch ein Ort. Okay, ich fahre mal weiter, diese staubige Piste entlang. Kiatineni. Auch noch ein Schild, das könnte Office of the President, Chief's Office, Thülmann, Location, bla 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 bla, leider. Shit. Sehr unscharf. Kiatineni. Sieht die Stadt denn groß aus? Also da darf ich jetzt durchfahren. Es ist eine staubige Piste. Jetzt so langsam kommen hier so ein paar Gebäude. Wahrscheinlich klein eher, ne? Ja, ja, auf jeden Fall klein. So eine Autoreparatur oder so ein kleiner, ein kleines Hotel sogar. Warte mal, was steht da drauf? Government of. Ah, da ist wieder irgendwas, dieses Maku County, okay. Maku County. Was ich dir gerade sagte, glaube ich, das ist irgendwas, das ist sehr, sehr undeutlich. Sehr unscharf leider. Aber es ist irgendwas mit M. Eventuell das, was ich dir gerade sagte, wenn du das im Auge behalten solltest. Ja, ja. M-A-N-U oder sowas? Oder N? Es ist M. Fang mal an, um mir auch Notizen zu machen. Das kann ich mir nicht merken. Was steht da noch drauf? Also das eine war Kiatineni oder so, Kiatineni, und das andere war jetzt mal, das, da warte ich mal noch, bis du was Geileres findest. Ja, ich habe das Gefühl, so langsam, was haben wir hier noch? Maria Kani. Also es könnte natürlich rund, ich bin wieder zu sehr in der Großstadt jetzt gerade. Also jetzt war es das fast schon, also jetzt komme ich wieder raus aus der Ortschaft, glaube ich. Das war eine sehr, sehr kleine Ortschaft. Sehr, sehr klein. Dann werde ich das wahrscheinlich so schnell nicht finden. Aber was heißt denn, fährst du denn immer noch Richtung Osten? Ja. Nord, Ost, 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 Nordost. Schau mal weiter, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Aber es kommt noch ein Haus. Das. Kero. Kiritiri. Boah, schwierig. Wir überholen einen auf dem Fahrrad. Wie fahren die denn wohl? Kalkian. Ich befürchte. Ich habe hier Kalitini, aber das ist nicht Kia. Kiatineni. Kiri. Center. TK. Ja, das ist natürlich wenig.
urbanisiert hier leider alles. Ja. Kitimani. Kenia ist jetzt auch nicht so klein. Das nicht, nee. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, mal heute richtig Punkte einzusacken, dann in... Dann in Kenia. Kenia. Ja, weil wir uns da so sicher sein können, dass wir zumindest im richtigen Land sind. Wegen dieser Schnorchel. Karatina... Kia Tineni. Krass. Also ich bin jetzt wirklich schon eine Weile aus diesem Dorf raus. Mal gucken, ob noch irgendwas anderes kommt. Nee, sonst würde ich sagen... Sei denn, du hattest vorhin irgendwas noch vom District oder so gesagt. Mhm. Aber das konnte man nicht lesen. Ne? Komplett weg. Lustig, wie sich natürlich alle dann immer umdrehen. Nach diesem Ort. Ja. Also was haben wir hier denn noch? Hier ist irgendwas. Und ganz wichtig wäre halt Motorradgang. Ich habe eine Motorradgang. Ne, dann fahren wir schnell weiter. Karatina, Kia Tineni, Kangamera, Kiambere, Kiritiri. Nein, ich würde sagen, also das wird wohl nichts Genaueres. Also dieses lange Ostfaden hätte mir wahrscheinlich was, wenn ich diesen Tipp einfach weiter verfolgt hätte. Ja, also er fährt wirklich lange nach Osten, dieser staubigen Piste entlang. Ab und zu links und rechts des Weges Leute, teilweise mit Ochsen zu Fuß, einige Motorradgangs, die diese Straße nutzen. Ach, eigentlich müsste ich wissen, wo die Motorradgangs von Kenia so verkehren. Unterwegs sind. Ja, kann ich nicht mehr. Ja, die geht hoffentlich auch in Richtung. Okay, ich hoffe, hier kommt es wieder ein bisschen. Zivilisation, also. Okay, wir schaffen es nicht, aber ich sag mal, nach Osten. Wahrscheinlich fahren die doch. Also, der Tipp war ja, hier fahren die immer Richtung Süden, dann fahren die doch bestimmt diese Strecke hier. Dann bist du bestimmt hier irgendwo. Ministry of Water and. Water. Schwer zu. Ah, dieses County. Jetzt sehe ich hier auch die Counties. War das Kitiu? Nee. Kita, irgendwas mit Kita. Oder Machos, Kita? Kitui County steht da. Na gut, dann würde ich sagen. Ja, willst du auflösen? Kiritiri, Kiateni, ja. Los, guess it. Hier, guess it. Und wir sind. Oh, 80 Kilometer nur. 79 nice. Kilometer. Sehr gut. Ich sehe es gerade leider nicht. Ah, da. Ja. Also. Wow, und wo bist du? Oh, das ist ja super stark. Hier sind wir. Hier, Kiatenini, ob wir das wollen? Kiam Tege, naja. Aber lustig, wenn man das so sieht, hat man das Gefühl, dass da deutlich mehr Zivilisation ist. Ja. Aber ja. Das ist eigentlich. Ja, es ist Verarsche. Okay, geil. Aber da warst du ja mega dicht dran. Hammer. Sehr das gut. Ist schon mal nicht schlecht. 4700 kann man sich gönnen. Doch, doch, hast du gut gemacht. Haben wir gut gemacht, Nils. Stimmt, ja, wir beide haben es gut gemacht. Das ist ein Koop, Nils. Okay, nächste Runde. Und so, warte, ich muss erstmal noch mal irgendwo hier in Kenia. Damit ich jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo du gedrückt hattest. Ja, ist egal. Wir gucken auf meine Punkte zum Schluss. Ja, ich drücke mal einfach jetzt irgendwo in den Sack. Ah, oh, guck mal, ich bin voll dicht an dir dran. Obwohl ich einfach nur geraten habe. Ich bin 93 Kilometer weg vom Ziel, aber ich habe das Gefühl, ich bin fast exakt bei dir. Ja? Ja. Geil. Gut, nächste Runde. Okay. Also, oh, okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel urbaner. Aha. Wir sehen eine Schriftart, die ich, also, die ist, aber warte mal. Es ist wahrscheinlich. Kyrillisch? Nee. Es ist wahrscheinlich irgendwas Asiatisches. Okay. Versuchen wir mal diese Schrift so detailliert, wie es geht, zu beschreiben. Obwohl das sieht tatsächlich, es ist auf jeden Fall was Asiatisches. Das könnte fast schon japanisch sein, was ich da sehe. Ah ja. Doch, das ist, ich glaube, es ist Japan. Mhm. Sehr schön. Warte mal, da haben wir sogar hier ein Straßenschild. Ja, du sagst, das sind so grob, sagen wir jetzt mal, oder, wie man gewaltläufig sagt. Na, es könnte auch, nee, ist Korea. Korea? Sind so Kreise überall. Seoul, es gibt hier eine Straße nach Seoul ab. Und zwar die A3 nach Seoul geht hier ab und die A43 nach Dokgyeongdong. Ich geh mal rein. Und schau mal nach Oinbeat Village und nach Hedong Village. Warte.
Ja, ja, ich weiß. Ich sag das nur, falls du falls dir irgendwas ins Auge springt. Mhm. Ich muss eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr groß rum. Das klingt richtig gut nach einem guten Punkt. Sag noch mal, also du erstmal die Nummer von der. Also du kannst mal die Autobahn 3 und die Autobahn 43. Also nach rechts, da wo ich jetzt hier gerade stehe, geht's nach rechts ab nach Seoul. Ja. Nach rechts, also wirklich nach Osten auch? Nee, eher nach Süden dann. Mhm. Aber das heißt nicht, dass die Autobahn so verläuft. Das heißt nur, dass die Abfahrt hier quasi da ist. Und ich schreibe mir die 43. Genau, die 43 und die 3. Die 3 nach Seoul. Und dann, wenn du 3 nach Seoul. Wenn du quasi Seoul siehst, und dann kannst du ja mal gucken, wo die Autobahn 3 ist. Ja, also dann geht's. Und aha. Dann gibt's noch die 43 in die andere Richtung nach Pocheon. Deokyeongdong steht hier noch. Ja, okay. 3. Eigentlich ist es, glaube ich, relativ einfach geordnet. Scheint mir aber überhaupt nicht einfach zu sein. Vor allem, wo steht wo. Ah, hier ist die 1. Und dann war das doch so, dass das hier die. Nee. Das ist die 1 und ich brauche die 3. Machen wir hier einen nach vorne. Die 47, nee, 43. 1. Die 1,5 wahrscheinlich, oder ist das die 15? Okay, Bereuenpark. Seoul. Old Yongbo. Ja. Also ich muss eigentlich erstmal die 3 finden, das ist klar. Da ist die 309. Müsste doch dann die 3 sein. Kann jetzt ja auch gar nicht so viel machen, jetzt müssen wir erstmal abwarten, dass du das findest. Ja. Bevor ich jetzt hier weiter dackel in der Stadt rumfahre, ich habe jetzt hier schon Infos. Das stimmt, ja. Dann warte ich hier lieber, dass du, wenn du eine Frage hast, nochmal, dass ich das hier stehen habe. Ja. Also du könntest, natürlich ist das nicht competition-gerecht. Also wenn wir jetzt einen Weltrekord versuchen würden, wäre das ein Fail. Aber du könntest jetzt schon auch die Karte öffnen und mal nach der 3 suchen, zum Beispiel. Mhm. Und mir das dann sagen. Also du darfst die Schätzung natürlich nicht machen, aber mir sagen. Weil das ist ja sonst nervig. Ewig rummachen. Ach, ich hab die 3. Ach so, ist natürlich die Frage, ob das 3 mit so einem Highway. Weißt du, stand da so die 3 einfach auf einem blauen Hintergrund? Oder war das irgendwie so ein Highway-Sign? Naja, das ist halt so eine. So wie es auch in Deutschland gibt, oben aufgehängt so blaue Schilder. Ja. Und dann ist das natürlich in Koreanisch und auf Englisch sozusagen ausgeschildert und. Mhm. Die 3 ist halt eine weiße 3 mit einem ovalen. Okay. Oval, ja. Umrandung, ovale Umrandung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Auffahrt Nummer 3 oder so, sondern es müsste eigentlich die A3 sein, in dem Sinne, Autobahn 3 oder sowas. Okay, und die geht nach Seoul. Genau, und die, ja, also ob sie jetzt wirklich nach Südwesten. Oder das Westen, hoffe ich nicht. Das kann man schwer sagen, weil das ist halt nur, also das heißt noch nicht, dass die Autobahn da lang fährt. Das ist nur die Abbiegung in dem Moment. Also du könntest natürlich diese Straße auch mal entlang fahren, um zu gucken, ob da dann nochmal irgendwie ein Schild kommt. Jetzt sind es nur noch so und so viele Kilometer nach Seoul. Oder das ob das wirklich nach Südwesten geht. Weil okay, ich fahre mal Richtung Seoul jetzt einfach. Ich biege mal ab, mal gucken, ob das überhaupt geht. Mal Richtung Seoul. Du kannst ja zum Schluss wieder über die Flagge zurück. Okay, also diese 3. Okay, ich darf da gar nicht in diese Richtung, oder was? Hallo? 3 endet hier. Hä? Ich darf da nicht mehr zurück? Was ist das denn? 61. Boah, shit. Ich darf hier irgendwie nur in eine Richtung fahren. Ja? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich kam doch daher. Dann ist manchmal entweder ein Internetproblem oder so ein Bug. Vielleicht dann nochmal, Hä? Oh, hier ist die 43. Die hattest du doch auch genannt. Ja. Das ist ja mega strange. Hm. Geht's weg, wenn du wieder auf die Flagge unten drückst? Return to start? Weil es ist sowieso wichtig, weil ich habe jetzt die 3 und die 43. Was waren das noch? Du hattest noch ein paar andere Infos.
Ja, die Städtenamen, genau. Okay, ich kann nur, er fährt ja natürlich logischerweise jetzt nicht nach rechts, oder? Ja, also ich kann dir nochmal sagen, was auf den Schildern steht. Mhm. Also wir haben ein Schild, was auf die 43 abbiegt, da habe ich zwei Namen, einmal in grün und das wird wahrscheinlich die größere Stadt sein, weil Seoul auch auf grün ist. Pocheon, also Poche, On. Ja, ich schreibe es mir auf. Poche. Hm? Und dann steht dann noch. Poche On, aber so zusammen, ne? Pocheon, sowas. Ein Wort, ja. Und dann steht da noch Deok Yeong Dong. Ja. Kannst ja, also wenn du es wahrscheinlich siehst, Deok. 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 Deok wie Deo, also ja. Deo wie Deo, Deok mit K und Yeong, J-E-O-N-G, Bindestrich Dong. Deok, so, ja, das ist ab und dann hast du Seoul. Young. Und da steht auch noch irgendwas anderes und zwar Uyongbu oder sowas. Das ist vielleicht ein Stadtteil oder was, oder eine kleinere Stadt. Und dann, was aber glaube ich hier drin ist, ist Oinbeat Village und Hedong Village. Das scheinen mir hier in unmittelbar, also das näher dran zu sein an diesem Ort. Ich schau mal, ob ich hier rüberkomme Richtung Seoul auf die Autobahn. Ja. Ja, komme ich, glaube ich. Ja, eigentlich müssten wir irgendwie in so einem Vor-Dings sein. Vor Ort. Also die 3 ist. Ach, da endet die schon. Die 3 ist hier. So, mal gucken. Ich fahre jetzt mal hier die Stadt entlang. Okay, was hat der junge Mann alles gesagt? Pochet, On und Dok Yong. Seoul. Hock. Und 200 Meter City Hall Council. Geop Library. Yanggi City Hall. Okay, vielleicht heißt diese Stadt Yanggi-yu. Yanggi-yu. Weil hier steht Yanggi-yu City Hall. Und Yanggi-yu Dong Community Service Center oder okay, sowas. Das ist Yang mit Y-A-N. Ja. G-J-U. Yanggi-yu. Also mit G oder ohne G? Mit G. Mit also Y-A-N-G. J-U. Das scheint mir die Stadt zu sein, möglicherweise. Mhm. Yongtong. Y. Yangyu. So, und jetzt nach Seoul geht es jetzt hier geradeaus. Schau mal. Also, ich fahre Richtung Süden gerade. Südwesten. Yongtong. Es müsste hier eigentlich geradeaus. Yongmun. So. Yong. Also, ich habe vorhin hier ganz viel Döck gesehen, aber was dann? Ich versuch mal, ob ich auf die Autobahn komme. Ja, fahr mal. Also gerade fahre ich Richtung Südwesten, das heißt, wenn du von Seoul guckst, müsste es ja Nordosten dann sein oder so, ne? Wobei jetzt in... Ja, das wäre komisch, weil ich habe die... Na gut, was heißt komisch? Ich habe halt diese 43... Ach, Yangyu! Da ist es, ja. Vollkommen richtig. Yangyu. Sehr gut. Sehr schön. Das heißt, das haben wir. Das heißt, jetzt muss ich wieder die 3 finden. Die habe ich hier. Auch schön. Und die. Da musst du in den Ort reinkommen, einfach nur. Und dann, also in dem, da fährst du, da gibt es offensichtlich eine Hauptstraße, die zur Autobahn führt. Und dann. Hier müsste gleich die Auffahrt sein irgendwo, oder? Ich glaube, die 3. Ich glaube, Yangyu ist. Hast du nachgesagt? Baek Yong? Yangyu City Hall. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn du schon in der richtigen Stadt bist. Ja, das ist schwierig zu sagen. Nee, ja, bin ich. Okay, ich glaube, das ist alles so gespreadet, weißt du? Yong Yong. Ja, Yong. Okay. Also, ich fahre jetzt hier gerade diese Hauptstraße Richtung Seoul. Ja. Richtung Südwesten. Aber. Da, also der Ausgangsort war ja noch ein bisschen weiter in der Stadt. Okay, da geht's rechts nach Gwangsa-dong. Siehst du irgendwo Gwangsa-dong in der Nähe? Gwangsa-dong. Hier ist eine Ausfahrt nach Gwangsa-dong. Nach Gwangsa-dong. Gwangtang-myong sehe ich hier. Nee, Gwangsa-dong. Gwangsa-dong. Also ich... Yongsing-ri... Du hast ja vorhin. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich die 3 nicht in Yangyu finde. Nicht in Yangyu finde. Sondern die ist eher hier.
Quang Sa Dong. Also hier ist noch eine Abfahrt nach Quang Sa Dong. Das scheint mir dann Nachbarort zu sein. Quang Sa Dong, sagt er, ist wenn. Falls du, also ich meine, wenn das, vielleicht ist das irgendwo in der Nähe, aber es ist ja auch egal, wenn du in der richtigen Stadt bist, bist du in der richtigen Stadt. Ja. Weiß ja einfach nach Seoul. Hyakmyong. Quang Sa Dong. Quang Hyakmyong. City Hall. Also, warum ich ein bisschen verwirrt bin, ist einfach diese Straße, weil die müssen uns, eigentlich müssten uns die Straßennummern am allerbesten helfen können. Von allem auf der ganzen weiten Welt. Mhm. Und du hast die 3 gesehen und du hast die 43 gesehen. Mhm. Ich habe bisher nur die 3 hier gesehen und nicht die 43. Und wenn wir die 43 haben, sind wir, glaube ich, schon echt gut. Ja, wobei das ja einfach auch ja, ein Straßenschild war. Das. Ja, ich weiß ja nicht. Dass die irgendwo kommt vielleicht, ne? Konntest du anhand des Schilds auch nicht erkennen, auf welcher Straße man sich jetzt gerade aktuell befindet, ne? Also, dass ich dir einen Straßennamen sozusagen direkt sage. Nee, aber ob du jetzt auf der 3 bist oder ob das so. Schild nur bedeutet, dass man da irgendwann auf die 3 kommt. Nee, das bedeutet, also es ist wie eine Autobahnausschilderung einfach, wo, wie man auf die, denke ich mal, auf die Autobahn kommt. Wobei ich hier gerade das Gefühl habe, fahre ich jetzt hier eigentlich noch Richtung Seoul oder muss ich jetzt hier abbiegen? Steht auch noch was? Hm. Naja, Dong, sehr viel Dong-Sachen. Meine lieben Leute. Ob uns das schon aus der Bahn wirft jetzt? Was denn hier noch? Okay, warte, hier geht's. Ah, da habe ich noch was Interessantes gesehen. Und zwar. Oh, Yangyu City Hall geht's da lang. Und dann steht hier aber auch noch Geobdong. Das ist die Frage. Aha. Ob dieser Ort da. Weiß nicht, Geobdong heißt. Oder? Aber Yangyu, finde ich, sind wir, das klingt ja schon mal ganz gut. Ja, wollen wir Yangyu einfach loggen? Ja, log mal. Loggen wir mal, ne? Ja. Find's ein bisschen ärgerlich, weil wir diese blöden. Hier ist die scheiß 3. Naja, aber egal. Ich tippe jetzt mal hier Yangyu und guess it. 7 Kilometer. Ah, stark. Ja, das will ich jetzt sehen. Nice. Das schauen wir uns natürlich sehr gerne mal an. 7 Kilometer, super. Also, wir gucken, hier sind wir in Südkorea, das ist schon mal richtig. 7 Kilometer sind das nur? Okay. Yangyu, siehst du hier? Einfach mal hier Yangyu. Ja. Und hier ist aber auch Yangyu Dong. Aha. 7-Eleven. Hier ist die. Ja, gut. Nee, die 3 und 43. Spannend. Ja. Aber meine Herren, das ist doch auch gar nicht schlecht. Das klappt doch. Das war gut. 4981, Nilsi. Wir werden besser. Ey, das ist fast ein 5000er. Ja. Weil ich glaube, wir haben es immer gesteigert bisher. Das heißt, jetzt gibt es nur noch eins, nämlich die 5000. Los geht's. Okay. Bevor du anfängst, du kannst dich schon mal ein bisschen umgucken. Mhm. Machen wir einen kleinen Spot. Nur einen kleinen Teaser. Und dann sind wir wieder da beim Geo-Battle. Bis gleich. Wie ist es Schach bei dir, Moment? Macht es noch Spaß? Ah ja, es hat eigentlich nie Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Das. Du kennst es ja. Aber woran liegt es? Spielst du zu viel und trainierst nicht genug? Was ist das Problem? Ja, ich stagniere. Ich komme nicht voran, Jan. Irgendwas scheinst du falsch zu machen. Ja, ich weiß auch nicht, Jan. Ich glaube, irgendwie. Schach ist schwer, finde ich. Findest du nicht? Ich weiß nicht, ob du irgendwas falsch machst. Mir ist nichts aufgefallen. Noch viel schwerer als früher. Go! Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Es ging ganz flott, wie versprochen. So, und jetzt werden wir ganz flott einen 5000er-Punkt erreichen. Ein 5000er-Punkt vor allem. Bitteschön, Nils, zeig's mir. Also, wir sind entweder in Belgien oder in den Niederlanden. Mhm. Und der Ort heißt Martensdijk. Mhm. Schreibt sich M-A-A-R-T, Mart, mit 2 A, ne? Mhm. Und dann E-N-S-D-I-J-K. Mhm. Martensdijk. Die siehst du
Autos, ja, ne? Jede Menge Autos wahrscheinlich. Nö, nö, ich bin, das ist ein, so. Es scheint mir ein kleiner Ort zu sein. Ich fahre jetzt einfach mal wieder in diesen Ort rein. Und ja, es ist ein klassischer Obwerk Dagendorpsweg. Also das ist, ich würde fast sagen, Niederlande haben ja gelbe Nummernschilder, ne? Aber Belgien, Weiß ich nicht, hat Belgien auch, also das ist auf jeden Fall Dorpsweg. Also ich würde erstmal sagen, es ist irgendwie Niederlande, Niederlande. Kann man behaupten. Ja. Man sieht auch Hände, ja, die sehen sehr niederländisch aus, die Hände, die der Mann hier im Steuer hat. Ja. Also das ist schon sehr... Eine Holländer Hand. Eine holländische Hand. Ja. Okay, dann würde ich sagen, steige ich ein. Es ist eher ein kleines... Komm, ja, ich sag mal Holland. Es ist offensichtlich ein kleiner Ort. Mhm. Okay, dann kriegen wir das auch hin. Dann fährst du jetzt mal so lange, bis du mir eine Nummer sagen kannst von einem also so zum Beispiel A9. Ja, das ist das Ding, ne? N24 und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich in die richtige Richtung jetzt fahre. Ich fahre jetzt mal eher so ins Dorf rein, aber das ist wirklich ein kleines Dorf an der Straße, einfach nur. Blöd gesagt, wenn Dijk dran steht, müsste das ja schon irgendwo am Meer sein, ne? Wirklich. Oder hast du das nicht als Deich interpretiert? Dijk. Doch. Also da ist es ist ja Wasser und ein Kanal, da war auch eben noch ein anderes Schild zum Steg oder so, stand da. Mhm. Und das Meer hast du aber noch nicht gesehen, ne? Nee. Weil das wäre noch interessant zu wissen, in welcher Himmelsrichtung das Meer ist, aber. Ja, ich fahre einfach mal wieder weiter. Jetzt wird es hier ein bisschen größer noch vom Dorfkern. Die Stadt heißt, habe ich dir ja gesagt, ne? Wir sind hier im Dorpsweg, das heißt wahrscheinlich Dorfstraße oder sowas, ne? Mhm. Dorp ist Dorf, schätze ich mal. Dorfweg, Dorfstraße. Also ich habe es mir natürlich nicht gemerkt, aber ich kann jetzt selbst hier. Van Woudenberg. Martinsdijk, okay. Mh. Das ist ja im Start so. Hier, da geht's und hier geht's weiter. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das kriegen wir hin. Ob ich irgendwo noch eine Referenz finde zu einer größeren Ortschaft. Ja. Und vor allem Straßennummern. Gut. Straßennummern sind von geil. Wudenberg, Autohändler. Prinz Bernhardlahn. Heißt hier eine Straße. Prinz mit S aber. Ja. Bernhardlahn. Das ist. Prinz Bernhardlahn. Prinz Bernhard. Oh, was haben wir hier noch? Dorpsweg. Ja, ja, Dorf, also die Dorfstraße. Ja, ja. Da sind wir auch gestartet in der Dorfstraße. Wenn du die Dorfstraße findest. Ich brauche jetzt erstmal. Das habe ich mir gedacht. Ein bisschen mehr Orientierung. Also, Dijk, Martinsdijk. Naja, ich würde jetzt auch noch nicht. Warte mal, was gibt es denn noch für Unterschiede zwischen Holland und Belgien? Bei Geogässern weiß ich leider gar nicht. Aber du siehst ja auch nicht irgendwie komisch wirkende französische Sprache. Nee, eben, also das wirkt mir schon holländisch. Ich sehe hier auch ein Fahrrad. Was hat er für einen Trainingsanzug an? Ja, manchmal haben die ja so Trikots oder von Vereinsmannschaften oder so irgendwas an. Ja. Barcelona. Sowas zum Beispiel. Also ich würde jetzt einfach, mein Gefühl ist eher Holland. Ja, dann such du mal nach Nummern. Währenddessen Straßennummern, kann ich euch sagen, also weil ein paar Leute ja immer fragen, wieso wir immer a diverse world spielen. Also erstmal heute machen wir natürlich einen ganz anderen Modus. Aber, und vorletztes Mal haben wir ja auch Urban World gemacht. Aber grundsätzlich muss man wissen, dieses a diverse world ist einfach, wenn du Geogesser spielen willst, ist das the place to be. So, wenn du halt kompetitiv Geogesser spielst, was ja das Geobattle ist, dann ist das the place to be. Das ist quasi wie, wenn du sagst, können wir Fußball nicht auch mal nicht auf dem Rasen spielen, sondern können wir vielleicht mal Fußballtennis spielen? Dann ist die Antwort, ja, kann man mal machen, dann ist es aber was anderes. Das heißt, wenn wir dann mal aus Fun irgendwie die Map nehmen, was weiß ich, Funny Places oder so, dann kann man das spielen, dann ist es aber eine ganz andere Show, weil wir uns dann einfach lustige Sachen angucken und dann ist es meist zu einfach zu wissen, wo man ist oder nicht. Das heißt, dann nicht mehr dieses Geo-Battle-Ding. Oder du sagst, wollen wir mal nur Elfmeterschießen spielen, dann kann man zum Beispiel sagen, wir machen Famous Places und so. Ja, das kann man alles machen, aber wenn wir wirklich einfach
einfach uns messen wollen, dann ist Diverse World einfach das Beste, weil es hat mit Abstand die meisten Maps, wird auch aktualisiert, wenn da irgendwelche Bugs drin sind und so wird das behoben. Das heißt, das ist einfach ein geiler Scheiß. Das hier ist eine, ich entdecke eine Autobahn. Mhm. Nummer? Die, der Witz ist, da ist ein Ast von so einem Baum, der der davor ist. Der wirklich, da ist ein blaues Schild. Ja. Und dieser Ast ist komplett über der Schrift. Das heißt, auch wenn du dich bewegst nach. Ja. Also das, ich kann höchstens. Warte mal, vielleicht wenn ich da nochmal auf die andere Seite der Unterführung gehe. Vielleicht habe ich Glück. Hier noch irgendwas, aber das ist leider. Nee. Ja, oh Mann, ey, das ist so lächerlich. Scheiße! Aber es muss ja hier eine Autobahnauffahrt geben. Irgendwas muss es doch geben. Wenn hier eine Autobahn langläuft, hier sind auch Schienen. Erschienen. Mhm. Aber warte mal, hier ist doch was. Ein Kreisel. Was haben wir denn hier? Auf Wangerog. Hollandsche Raring, Hilversum, Westbroek, Utrecht. Utrecht? Ja, also, da sind auch Zahlen. Ich weiß nicht, ob das Autobahn ist. Also Westbroek ist eine 4, Utrecht ist 8, Hollandsche Raring und Hilversum ist 7. Aha. Aha. Also es geht südwestliche Ach, Richtung. Okay. Süd-Südwest ist Westbroek und Utrecht. Süd-Süd, also Süd... Südwest, okay. Aha. Ist also eher Süden. Im Süden ist Utrecht, habe ich mir jetzt mal gemerkt. Ja, im Süden ist Utrecht. Und die Utrecht. Nummern hast du was gesagt? Auf welcher Straße? Die 6 und was? So viel hast du. Also das Martinsdijk heißt der Ort auf jeden Fall, ne? Ja. So, das wissen wir schon. Und ja. Westbroek ist die 4 und Utrecht ist die 8. Soll das wohl heißen, Utrecht ist die 8? Ja, das könnte die Autobahn 8 sein. Ich glaube nicht, dass es die Anzahl der Kilometer ist. Das wäre wahrscheinlich viel zu dicht dran. Aber ich schätze mal, dass es die Autobahn 8 ist. Ah. Okay. Also der Ort ist safe. Den haben wir auf jeden Fall. Den Ort haben wir, ja. Und dass man Richtung Süden nach Utrecht kommt, das habe ich mir auch gemerkt. Genau, ich fahre jetzt mal... A6, A7, irgendwo muss doch die scheiß 8 sein, ey. Beruhig dich. Ja, fahren wir mal. Ah, ja, du schaffst das. Hier steht noch ein Straßenschild. Was haben wir denn hier? 10. Bildhofen, Utrecht. Westbroek. Achtjenhöven. Ach, guck mal, hier ist zumindest De Bilt. Wir sind doch in Martinsdijk, Ortschaft De Bilt. De Bilt. Was? De Bilt? Ich glaube... Ich fahr jetzt mal weiter nach Utrecht. Gemeinde De Bilt. Mark 7. Nächster Kreis. Westbroek hast du doch auch ein paar Mal gesagt, ne? Ja, habe ich irgendwas so gesagt. Ja, Westbroek, genau. Westbroek. Und Achtjenhöven. Martinsdijk, da ist es. Yes! Da ist es. Okay, geil. Okay, dann fahre ich jetzt zurück zum Start. Ja, da kannst du wieder und auf die Flagge. Dann erkläre ich dir. Wir sind Dorfsweg, ne? Hast du gesagt. Ja, wir sind auf dem Dorf und dann fährst du bis zum Ortsausgang. Okay, warte. Und zwar in östlicher Richtung, im Ortsausgang im Osten. Mhm. Und boah, das kriegen wir jetzt hin. Da ist auch irgendwo ein Anleger, Steak. Also wir sind Dorpsweg. Ja, und der muss ja, fährst du bis zum... Die Frage ist, wo der Ortsausgang ist, aber vielleicht... Hier. Genau, siehst du, also ich sag dir mal, was noch für, was die letzte Straße ist, ja, die ich sehe. Also der Anleger Steak, der wird wahrscheinlich eher nicht verzeichnet sein. Ich guck mal eben, wo... Die letzte Straße, die nach rechts oder links abgeht. Ja, also wenn du Richtung Osten fährst, ja, ist die letzte Straße links ist der Anlegersteak, aber, also Anlegsteak, aber ich glaube nicht, dass das unbedingt... Kann auch eine Straße sein. Es sieht vom Straßenschild her ähnlich aus. Hier ist zumindest dieser Bernhard. Guck mal, ob... Prinz doch, Bernhard. Das muss eine Straße sein. Schau mal, ob du eine Straße, eine ganz kleine vielleicht findest, also die von der Dorfstraße abgibt, Anlegsteak. Und danach dürften ja eigentlich nicht mehr so viele Straßen links und rechts kommen. Ja, es könnte sein, dass es... Dorpsweg und Anlegsteak. Und hier haben wir noch eine, und zwar ist da wieder der Baum in der Nähe. Und das endet aber mit Amlan. Du warst ja vorhin bei diesem Prinz Bernhard-Ding, ne? Ja. Ja, pass auf. Weiter in die Stadt rein? Bantamlan. Such mal, also Anlegsteak und Bantamlan sind so ungefähr die letzten, also wenn ich nach Osten fahre, kommt erst nach rechts Bantamlan
und dann kommt nach links diesen Unleg Steak. Ah, okay, Bantamlan, ja. Ja. Und dann kommt Unleg Steak, ja. Mhm. Hast du? Ja. Okay, und jetzt gehe ich nochmal aus die Ausgangsposition. Ist es, wenn du die äußere Kante vom Unleg Steak nimmst, also du siehst ja diesen Weg, und du nimmst die, die Seite, die näher Richtung Ortsausgang liegt, und von diesem äußeren Wegesrand ziehst du eine Linie bis in die Mitte von dem Dorpsweg. Okay, ja, das sind ja jetzt dann wirklich Meta-Fragen, ne? Ja. Aber es ist nicht, es ist schon genau am Anlegsteg und nicht eher bei Bantamland, ne? Ja, ja, genau. Also ja. Stell dir vor, pass auf, stell dir vor, du wohnst in diesem, in dieser Straße Anlegsteg. Ja. Dann fährst du mit deinem Auto Anlegsteg-Straße runter und kommst an den Kreuz, den Dorpsweg, guckst nach rechts, guckst nach links, es kommt kein Auto, biegst mit deinem Auto in den Dorpsweg ab. Nach links, oder? Nach links in den Dorpsweg ab. Ja. Und in dem Moment, wo dein deine Hinterreifen parallel stehen mit der... Okay. Was für ein Auto? Groß, lang, oder? Na, ein Volvo. Okay. Die Hinterreifen sind parallel mit der linken Kante des, des Weges, aus dem du kommst. Okay. Verstehst du, was ich meine? Ja, dann, dann muss es noch einen Meter weiter nach rechts sein. Wenn du Volvo sagst. Ja. Guess. Yes, 5 Meter. Nice, 5000 Punkte, haben es geschafft. Okay, ist noch eine Runde, oder? Guck, das, ja, klar, guck mal da. Ja, du bist ein... Ja, wir können mal rauszoomen. Ja, ja. Da, Also erst... Niederlande. Das ist, du siehst ja, ne? Hier bin ich gestartet und das hatte ich dir sagen, hier ist der Weg. Und deswegen meine ich, die Autoreifen parallel hier zu der Kante von dem Weg. Ja, ach so, das, ja, guck mal, das ist tatsächlich, wird das anders angezeigt. Ja. Weil hier sind wir eher, wenn du rauskommst, rechts. Ah, ja, ja, das ist ein Fehler. Ne? Also das ist meist so... Ja, nicht ganz, aber das ist ja mega, wir haben 5000 Punkte, Alter. Hast du super gefunden. Ja, hast du super beschrieben. Dann machen wir weiter. Muss ich nochmal hier irgendwo drücken. Wir haben uns einfach kontinuierlich gesteigert und sind jetzt tatsächlich bei den 5000 Punkten. Gut, ja, in Niederlanden, aber... Ich weiß jetzt nicht, wo du... Wo war das? Ist ja scheißegal, ich drücke mal einfach irgendwo in Holland. Ja. 80 Kilometer. Ist egal. Geil, es geht. Es geht. Okay, das wird auf jeden Fall... Leicht. Eine größere Herausforderung. Oh shit. Ich will nicht in Russland. Ich bin mitten in der Pampa. Nein. Und ich sehe. Wie pampig. Also ist es. Es ist richtig pampig. Also ich sehe einen dreckigen, braunen Fluss. Ich sehe grüne Felder. Ich kann dir nicht genau sagen, was da wächst. Ist insgesamt, sagst du, ein grünes Feeling? Nee, ne? Na doch, es ist schon recht grün, aber es wirkt auf mich. Schon eher wie eine warme Gegend als. Also nicht so Nordeuropa. Nee. Es ist eher was anderes. Und ich sehe vor allen Dingen auch ein Narrow Shoulders. Okay, also es ist entweder Australien oder USA oder irgendwas in der Richtung. Diese grünen Schilder mit weißer Schrift. Private Property, no trespassing. Ist das USA? Nee. Oder das ist Australien? Was ist das? Mercy Road 19. Es könnte auch Australien sein, ich weiß nicht. Ja, oder Südafrika. Oder Südafrika, ja, geht auch. Aber ja, so, könnte das alles sein. Eine Ortschaft, Narrow Shoulders. Ist die Kameraqualität besonders schlecht? Nee. Nee, sie ist nicht besonders schlecht. Narrow Shoulders. Okay, pass auf. Da geht noch einiges. Ich fahre jetzt erstmal hier weg. Und da scheint mir irgendwas vielleicht zu sein. Ist das holprig. Ah, ja, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Aber wir werden irgendwann was finden. Kannst du mal im Himmel nach der Sonne gucken? Ja, sie ist recht. Und kannst du sagen, siehst du die eindeutig, die Sonne? Wolkenfang. Achso, Wolken. Na, dann ist schwierig. Aber kannst du ungefähr sagen, ist es eher im Norden oder im Süden, wenn du da hinguckst? Zeigt dein Kompass eher. Ja, sie ist recht. Sie steht recht hoch. Also es ist. Achso, okay. Nee, dann. Würde ich sagen. Aber also ganz ehrlich, das. Ich sehe hier so Holz, komische Holzhütten. Es ist relativ schäbig, fast ein bisschen ärmlich. Es könnte tatsächlich natürlich auch irgendwas in Afrika sein. Oder halt in irgendeinem, in einer wenig besiedelten, ärmeren Region. Was haben wir denn hier? Große Landmaschinen. Die Aber es sieht schon heiß aus. Also wir sind nicht... Ein Quad. Du hast jetzt auch kein USA-Feeling mehr, ne? Nee, also auf jeden Fall kein urbanes. Also das ist...
Ja, wenn ich diese Bäume identifizieren könnte, dann wäre ich weiter. Aber okay, das sieht halt alles schon ein bisschen. Es ist halt sehr, sehr ländlich. Ich sehe hier Landmaschinen, Felder und so Lagerhallen. Mhm. Viele Landmaschinen. Also ich bin mitten auf dem Dorf gelandet. Mhm. Und diese Häuser, also einige Häuser sehen schon so ein bisschen aus wie so aus dem amerikanischen Süden oder so, wo Mississippi oder whatever. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber. Ja, am meisten habe ich Australien-Flares nach dem, was du so beschreibst. Muss ich mal gucken. Oh, das ist. Hier ist wirklich einfach überhaupt gar keine. Guck mal, da ist ein Auto. Also das Nummernschild ist weiß. Das Nummernschild ist ganz weiß. Und Australien fährt ja, hat ja falschen Verkehr. Ja. So, und wir haben hier richtigen Verkehr. Oh, Südafrika ist nämlich auch. Ja. Australien-Südafrika ist Linksverkehr. Also, das ist wahrscheinlich dann weder das eine noch das andere. Richtig. Es sei denn, der Typ fährt einfach, ist ein Geisterfahrer. Okay, dann sind wir doch in den Staaten wohl. Weil du hast Englisch auf jeden Fall gelesen. Ja. Und es ist halt wirklich, also das ist, stellst dir wirklich vor, so ein bisschen so diese, also ländlich, so Alabama, alles brackig. Mississippi, und, sowas, oder? Ja, irgendwie sowas, warte mal, da ist noch irgendein Schild. Clean Water, Green Spaces Project, Increasing Forest, Canada, Ontario. Oh, das ist natürlich. Okay. Ontario. Ontario, jetzt sind wir schon richtig weit. Okay. Also, okay, Kanada, okay, also dann habe ich es dann doch, es ist wahrscheinlich im Sommer gewesen, aber das sieht ja auch echt teilweise, das ist einfach dreckig. Okay, also Ontario, Kanada, Clean Water, Green Spaces Project. Leider sehe ich, pass auf. Thunder Bay. In the Lake Erie Watershed. Wenn du Lake Erie findest. Ja, das ist doch, oder? Ontario, guck mal nach Lake Erie. Ja, habe ich. Lake Erie ist ja hier von den Kollegen. Okay, ich gehe jetzt wieder rein in die Map. Gut, dann schaue ich mal weiter, ob ich noch Hinweise finde. Das ist ja schon geil, ey. Ja, und also Narrow Shoulders, ich weiß nicht, was der Hinweis bedeuten soll. Ja. Aber hier steht relativ häufig immer so dieses gelbe Raute, wo so Narrow Shoulders draufsteht. Okay. Was ist das? Mercy Narrow Road. Shoulders. Ist das wohl für die. Das, nee. Mercy Road haben wir hier. Aber nicht wie Gnade geschrieben, sondern M-E-R und dann C. Aha. So ein paar Häuserchen. Sehr, sehr ländlich. Also. Und es muss ja eigentlich am Wasser sein, auch wenn da schon der See ausgeschildert war. Mhm. Harrow? Nee, Narrow. Nee, was? Narrow Shoulders irgendwie, aber ich weiß nicht, was das bedeutet, ob das einfach nur irgendein. Ja, vielleicht. Ja. Dass irgendwie die Straße so eng ist, dass man an den Rand fahren soll oder whatever, ich weiß es nicht. Das ist halt echt eine schäbige. du hast die Region, wo du gerade bist. Du bist so scheiße schäbig. Redwick. Ne, das ist halt wirklich einfach Dorf, ne? Chatham. Ja, okay, irgendwas brauchen wir noch. Naja, ich fahre einfach mal diese. Okay, jetzt haben wir so ein paar größere Anwesen. Da wohnen die etwas reicheren Landwirte. Mhm. Eine kleine Straßenkreuzung. Mercy, ja, ist immer noch diese Mercy Road. Okay. Das ist einfach eine sehr lange Straße, die ich jetzt Richtung Norden fahre. Die du Richtung Norden fährst. Und halt, wie gesagt, viele Felder. Ich denke, man muss sich immer für eine Richtung entscheiden, ne? Ja. Aber immerhin haben wir dieses Schild gefunden. Ein kleines unscheinbares Schildchen war es. Da hätte man gar nicht vermutet, dass da so viele richtige Informationen auf uns warten. Und vorhin hast du noch irgendwas von einem Water Recreation oder was? Ja, das ist ja das, was ich Lake Erie. Ja, Lake Erie. Ne? Ja. Ontario. Also da sind wir auf jeden Fall. Das war schon mal ein sehr, sehr schönes Schild, was wir da gefunden haben. Shore Road. Hier ist es einfach, hier will man noch nicht leben. Boah, ist hier einfach wirklich nix. Das ist doch schon geil einfach. Jetzt komme ich hier mal zu einer Kreuzung. Das ist doch einfach nur noch geil, ey. Dieses Spiel ist doch einfach nur geil. Mercy Road. Es gibt offensichtlich nur diese eine Mercy Road. Hm. Und Mercy, wie hast du gesagt, mit C wie das Mercy? S-E-A oder? M-E-R-S-E-A. Ja, mhm. M-E-R-S-E-A. Jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten.
Okay, no exit. Das heißt, das wird eine Sackgasse sein, oder was heißt das? Scheint's. Oh, scheint's. Kommt man da ans Wasser ran? Nee, ne? Aber wenn du jetzt schon so lange auf dieser Mercy Road bist, dann muss es doch auch relativ groß. Also ich habe das Gefühl, es gibt nur diese eine. Okay, jetzt feiern wir. Darf ich irgendwie nicht... Komm ich überhaupt noch weiter? 28. Ich dachte schon. Ja. Minor Road. Ich fahre jetzt so eine Sackgasse rein. Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich, sehe ich hier am Ende irgendwie Wasser oder sowas. Aber ja, da hatte ich jetzt auch... Es wird einfach immer nur unschärfer. Ich weiß gar nicht. Road ends. 300 Meter, dann endet die Straße. Aber ich will wissen, warum endet sie? Da ist Town Line. Ach, das ist fürchterlich. Die Bildqualität wird immer schlechter. Ja. Das ist richtig unangenehm zu Augen. Geil. Also, da sehe ich doch, ist das Wasser hier? Möglicherweise. Ist das Wasser? Muss ja nicht zwangsläufig Wasser sein, aber sieht mir wasserig aus. Aha. Doch. Ist wasserig? Mhm. Hier ist auf jeden Fall Wasser. Nicht. Und das könnte natürlich sein, dass es dieser Lake Erie ist. Hoffen wir es. In welchem Himmelsrichtung ist denn das Wasser? In welcher? Nordosten jetzt. Aber das, ja, es ist ja immer subjektiv von. Aber der ist jetzt in meinem Norden, Nordosten. Deinem Norden? Osten. Also der erstreckt sich doch. Also guck mal, such mal diesen Lake Erie. Ja, den habe ich schon, ja. Das ist ja okay. Einer der großen Seen hier. Okay, und dann schau mal. Der ist aber riesig, leider. Ja, das befürchte ich. Aber das kann der sein. Es kann natürlich auch ein beliebig anderes Gewässer sein, was den anfüttert oder so, den See. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal Wasser gefunden. Und wenn du da irgendwo diese Mercy, irgendwo eine Mercy Road findest. Ja, da fahr ich schon. Also schau mal eher, also wenn das ist, schau mal eher so im südlichen Bereich des Sees vielleicht, weil das, wenn... Ja, ich habe folgendes Problem. Na? Der südliche Teil vom Lake Erie ist USA. Ah ja, okay. Ja, nee, das geht ja nicht. Dann deswegen hatte ich gehofft, dass das Wasser natürlich im Süden ist. Und wenn das im Norden ist, kann es natürlich trotzdem sein, dass man hier irgendwo komisch... Wer hat hier vielleicht Lake Shaw... Gardener. Ja, es alles heißt hier Mercy Road. Es ist einfach, gibt nichts anderes. Es gibt nur diese eine Mercy Road. Ja, dann muss ich die Scheiße da mal finden. Was anderes existiert hier nicht. Formerly Essay West. Essex oder Essie? Ja, ich glaube, wir würden jetzt auch gleich schönen Trailer aufhören, weil wir ja beziehungsweise die nächste Runde machen, weil das ist ja ein bisschen lame hier jetzt nur nach dieser scheiß Mercy Road. Ich kann ja mal versuchen, wenn ich jetzt hier lang fahre. Riesig, ey. North. Essex North. Ja. Essex County. Ja, das habe ich vorhin irgendwo gelesen. North Essex County. Schauen wir danach. Ja. Schauen wir mal hier lang. Vielleicht der See war ja eher in diese Richtung. Wenn dann da. Oh ja, das ist doch der See da hinten. Maximum 80 Meilen. Essex County? Hier, Essex, ja. Ja, mhm. Ja. Ist das die Mercy Road? Nee, scheiße. Ah, hier sind große Anwesen, hier wohnen eher so die reicheren Leute. Ja. Yeah. Das ist ausgeblurrt. Sie will manchmal die Leute für Blurs beantragen. Komisch, dass ich die Mercy Road nicht finde. Aber Essex, da bist du jetzt eine ganze Weile hingeradelt, oder? Ja, ich bin hier schon eine Weile unterwegs. Diese wunderschöne Region. Was haben wir hier? Also einfach ohne Ende Landmaschinen. Einfach, es ist einfach ein. Das ist hier so, glaube ich, die Kornkammer Kanadas. Am Lake Erie. Ja, am Lake Erie. Okay, also ich glaube, wir haben eine ganz gute Schätzung, aber ich traue mir nicht zu, dass wir noch eine perfekte Schätzung haben. Ich komme jetzt hier noch eine Straßenkreuzung, warte mal. Vielleicht habe ich hier noch eine Information, die interessant ist. Ein Stoppzeichen. Und. Morgen. Na, okay, es ist wirklich das Essex County. Ja. Ist das, was ich dir noch an Informationen geben kann. Da steht noch irgendwas. Lass mich raten, da steht wieder die Straße. Original Mercy Road. Also ey, diese Mercy Road, ne? Echt jetzt? Die ist, es gibt nur diese Mercy Road. Mehr gibt es nicht. Ich glaube, da steht sogar Mercy Road 2. Also es gibt verschiedene. Ey, das geht schon nicht. Da muss ich die doch. Also ich will die dann wenigstens noch finden. Oh, es ist hier eine Kirche. Und die ist auch immer Nord-Süd, hast du doch, oder? Ganz lange Nord-Süd. Also es ist einfach alles heißt hier so. Warte mal, hier sehe ich irgendwas.
Marsh. Hast du irgendwie Memorial Forest. Mercy auf deiner Brille vielleicht eingraviert? Ja. Memorial Forest. Ich fahre jetzt mal ein bisschen nach Osten. Vielleicht komme ich. Da treffe ich nochmal auf den See. Da habe ich ihn eben gesehen. Haha. Ja. Okay, das sind aber das. Das kann auch ein Fluss sein oder sowas, ein Zubringer sein. Ja. Also, das ist auf jeden Fall ein riesiges Gewässer. Mhm. Aber ob das jetzt ein. Das ist nicht so. Also sieht eher fast schon wie ein Fluss, weil man sieht beide Ufer, aber das kann natürlich auch, wenn das so ein Riesensee ist, wer weiß, wie der sich schlängelt und. Es könnte aber auch der Detroit River sein. Auf jeden Fall ist das ein ziemlich imposantes Gewässer. Okay. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr. Direkt, es ist irgendwo direkt am Wasser drin. Was steht hier noch? Waterfront Trail. Hm. Also Waterfront sind wir doch wirklich, aber zwischen Essex und dem See ist leider keine Mercy Road. Oder ist Mercy Road so eine Bezeichnung für, das ist halt in Kanada so die alle Roads, die Richtung See fahren. Nee, das kann auch nicht sein. Ey, ich weiß es nicht. Also, das ist immer nur das ist das einzige Straßenschild, was ich irgendwie so entdeckt habe. Und vielleicht wollten die alle einfach in dieser Straße wohnen, weil die sonst sich zerstritten hätten oder so. Hier ist noch irgendwas, was ist das? Campfirewood. Ah, lol. $5. Okay, Sack. Scheiß drauf. Ja, also das ist hier wirklich dünn besiedelt. Ich mache jetzt hier zwischen Essex und dem See. Jetzt bin ich gespannt. Vor allem will ich jetzt gleich diese Mercy Road sehen. Wir sind 26 Kilometer entfernt. Naja, aber das geht doch. Also für Kanada ist das schon richtig stark. Wir sind jetzt auch erfolgsverwöhnt, aber 4.900 Punkte ist mega. Warte mal, das ist ja voll gut. Nicht schlecht. Da, guck mal, da war die Mercy Road. Ja, die Mercy Road. Mercy. Die ist einfach, aber du siehst ja, alles heißt Mercy Road. Die komplett alles. Ich war noch nicht einmal in einer anderen Straße. Oh, wow. Ja, ich weiß. See. Ja, die heißen alle, das sagte ich ja mit einer 2 und so. Die sind einfach. Da 1. Ja, die sind wahrscheinlich in Road 19. Nach Richtung, ne? Irgendwie so. Ja. Wo bist du, hast du gedrückt? Zeig mal, bitte. Ich habe hier, weil hier Essex. Ja. Ist, aber wenn es Essex County ist, kann natürlich auch alles Essex sein. Ja, das ist ja County. Und dann geh mal näher ran, wo hast du gedrückt? Okay, aber wenn du noch ein bisschen weiter rechts geguckt hättest. Ja, da war ich vorhin, ich war sogar vorhin hier, oder? Nee, in irgendeiner Zunge war ich. Hatte ich nicht gerade National Park oder irgendwas gesagt noch? Ja. Point Pelee? Nee, ich hatte. Nee, irgendwann Memorial war das. Ja, aber das war doch super. Es war mega gut. Ganz stark. Wir sind ein starkes Team. Wir können uns ja auch jetzt von den ersten 5 Runden. Also ich würde sagen, wir machen jetzt einfach noch 15 Minuten weiter und dann soweit wie wir kommen. Lake Erie, genau. Aber Nils, wir haben in der ersten Runde 3.800 Punkte eingeheimst. Das war in Mexiko. Das war schon mal ein ganz guter Start. Ja. Dann waren wir in Kenia. Das war schon richtig gut mit 4.700. Dann 4.900. In Korea war das. Und dann die 5.000er Runde. Die ist natürlich geil gewesen. Ja, das ist super. Dann nochmal 4.900. Also das ist 23.500 und du kannst maximal 25.000 Punkte kriegen. Das heißt, das war schon überragend. Wir könnten eigentlich bei jedem Wettbewerb mitmachen. Also ich finde auch, das haben wir klasse hinbekommen. Ja. Willst du noch einen Quick Round machen? Play again mal einfach. Play again und da musst du mir aber den Link wieder reinkopieren. Den Link schicken. Ja. Mhm. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir in dem Fall jetzt Urban World machen, dann ist es leichter und wir können schon die Stadt und so finden, aber. Ja, ist doch super. Wir machen jetzt einfach noch eine Runde, gar nicht lang schnacken. Nicht lang schnacken, ja. Machen wir es einfach so. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt, ihr seht ja, ihr schreibt es in die Kommentare. Ja, wir setzen es um. Muss mal gucken. Ja. Also, wenn ihr noch irgendeinen Wunsch habt, was wir sonst spielen können. Ja, fang ruhig schon mal an. Aha. Okay. Was ist der General Vibe? Auf jeden Fall Asien. Mhm. Und zwar Schriften, siehst du? Ja, ich sehe so Schriftzeichen. Mhm. Also es hat einen Hauch japanisch, aber es ist irgendwie nicht japanisch. Aber es sieht ein bisschen so aus. Also diese und koreanisch, aber auch wieder nicht? Würde ich nicht ausschließen. Wir sehen eine Straße, die scheint mir relativ sauber gebaut zu sein, recht neu zu sein sogar. Mhm. Und modern?
Ja, also es ist ländlich, aber es wirkt wirtschaftlich. Also man sieht hier ein paar doch auch so kleine Kompaktwagen. Also Japan will ich jetzt auch nicht ausschließen. Also das sieht schon, die Gegend sieht schon wirtschaftlich intakt aus. Also das ist nichts Ärmliches. Das sieht schon sehr sauber aus. Und was ich aber vermisse, ist, ich sehe keine lateinischen Schriftzeichen oder sowas. Okay. Und es ist alles auf ausschließlich Schriftzeichen, die wir nicht kennen. Ja, beziehungsweise und da ist noch irgendeine, aber das ist eine E-Mail-Adresse, glaube ich, eine Internetadresse, deswegen ist die natürlich. Aber ohne Domain? Konnte ich nicht erkennen. Also aber okay, es ist. Ich muss noch weiter nach Hinweisen suchen. Was haben wir denn hier? Achso, sie fahren auch übrigens auf der falschen Seite, die Schweine. Mhm, die und sie haben gelbe Nummernschilder. Okay. Dann versuch mir mal diese Schriftart zu erklären. Ja. Zu beschreiben. Okay. Also es sind zum Beispiel, stell dir vor, ich kann das gar nicht beschreiben. Zum Beispiel hast du oben eine komplett durchgezogene Linie. Oben? In der Schrift? Also quasi jeder Buchstabe wird durch ein. Okay. Sind die eher so rundkreisförmig? Nee, die sind, das sind teilweise, also unten ist ein Strich, dann kommt ein kleinerer Strich hier, ein größerer Strich da und dann noch so ein kleiner Ast an dem größeren Strich. Oder wir haben einen Strich so runter mit so einem, unten mit so einem Schnörkel und dann so zwei. Ah, wir sind in Israel. Kann es sein? Hat man da Linksverkehr in Israel? Nee. Hast recht. Waren die wirklich links? Ja, ja. Aber hier, das ist. Ich sehe hier Kinder, also ich glaube, das sind asiatische Kinder. Okay. Also das ist, ich schätze. Ich dachte, gelbe Nummernschilder plus das, was du beschrieben hast. Ich dachte kurz an. Nee, also ich denke. Wir sind in auf jeden Fall in Asien, aber ich kann dir nicht sagen, ob es Japan ist. Vielleicht ist es auch Japan, aber oder ist es Korea? Also du siehst ja keine, siehst du so Kreise in der Schrift? Kreise? Wirklich viele Kreise. Oben, unten. Nee, es gibt hier eins Schriftzeichen, das kennst du vielleicht. Das ist, stell dir vor, das ist wie ein Rechteck mit abgerundeten Kreisen. So und in der Mitte ein so ein Strich. Das vertikaler Strich. Das müsste schon. Das ist zum Beispiel japanisch. Also es sieht halt auch so sauber alles aus. Also, ja, aber Japan. Hat man in Japan Linksverkehr? Und gelb und links zählt auch, ja. Und siehst du so Reisfelder? Bist du in der Stadt eigentlich? Ja, das ist ein kleiner Ort. Und siehst du so japanische Dächer? Sind die Dächer so ein bisschen japanisch? Ja, durchaus. Könnte man sagen. Mhm. Und die Autos, die du siehst, sind das vielleicht so schmale Autos auch? Ja, das sind eher kleinere Autos, kompakt. Also was ist ein Hyundai wahrscheinlich? Mhm. Ja, dann sind wir in Japan. Toyota. Okay, dann kann ich jetzt mit. War das, glaube ich, ein Toyota? Ich denke, es ist Japan. Kann ich mit rein? Ja, ich würde auch sagen, es ist Japan, jetzt, wo ich das erste Bild gesehen habe. Okay, dann sind wir in Japan. Ich wusste gar nicht, dass man in Japan Linksverkehr hat. Ja, hat man. So, jetzt wird aber trotzdem. Japan ist schwierig, ey. Scheiße. Schade, dass es in Japan geht. Also, dadurch, dass hier auch. Okay, da wird es jetzt eher ländlich. Es ist halt einfach kein. Sind da keine lateinischen Schriftzeichen da. Das spricht halt auch dafür, dass es halt sehr ländlich ist, weil du, glaube ich, in größeren Regionen, in Metropolen, da hast du halt das ja, das stimmt. Mehrsprachig ausgeschildert. Oder so. Okay, da komme ich gar nicht weiter in der Richtung. Ja, ich würde sagen, Japan machen wir auch echt nicht lang rum, weil da, selbst wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier 5 Minuten gucken. Ja, ich wünschte, ich könnte hier irgendwo einen. Was gibt's noch so? Es gab noch so einen Tipp, ob man erkennt, ob man auf der Insel Hokkaido ist. Das waren irgendwie diese Pfeile an den Straßenschildern oder so, die überall rumhängen. Ich fahre nochmal diese Hauptstraße entlang. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja. Und da steht irgendwo noch. Aber das ist echt einfach, das kann jeder x-beliebige kleine Ort sein. Das ist einfach wirklich eine Kleinstadt. Ja, das Ding ist, du wirst wahrscheinlich sogar relativ schnell jetzt auf ein Straßenschild stoßen, das dir eine Zahl anzeigt, aber da sind wir dann auch lost. Nee, also das ist. Das kann eigentlich. Aber schon alles ist schon interessant. Sauber, modern, ist viel gebaut hier. Aber. Was haben wir hier? Komme ich hier irgendwo noch an eine größere Straße vielleicht? Ist das da eine Baustelle? Ja, da geht's nicht weiter. Parkplätze. Aha, ein P für Parkplatz ist also offensichtlich. Dieses klar. Was haben wir hier? Hitachi, ich dachte, das ist Japan, ne? Hitachi. Hitachi? Ja, das ist ja eine Firma, das ist ein Elektroladen oder sowas. Ist das? Oder irgendwas. Was haben wir hier? Ja. Vielleicht sehe ich Hauke irgendwo.
Kannst auch Telefonjoker, kannst jetzt einmal Hauke anrufen. Da geht's lang oder hier geht's lang? Oder hier geht's lang? Ich verfolge so einen Mann in einem dunklen Karohemd. Mhm. Gut aussehend? Ja, weiße Mütze auf. Geht da. Ja, so sind sie, die Provinzjapaner. Einfach kein Interesse daran, uns abzuholen hier. Was steht denn da? Auch, warte mal, vielleicht ein bisschen Glück. Kann ich da irgendwas lesen? Telefonnummer kann ich dir geben. Kannst mal anrufen. Ja, es gibt ja tatsächlich da auch ein paar Tipps, aber... Ruf mal an und frag, wo die sich befinden. Mhm. Willst du nicht, ne? Ist mir zu teuer. Kannst du einreichen. Doch, hast du die Nummer? Mhm. Aber ich würde das gerne vorher meine Nummer unterdrücken. Wo gehen das? 0299. Das ist ja, aber ich muss da vorher... Die japanische Vorwahl musst du natürlich legen. Ich weiß nicht, wegen der Zeitverschiebung. Die sind ja... Das ist ja wahrscheinlich spät da jetzt, ne? Da dürfte es schon später Abend sein. Und dadurch, dass es eine Firma ist, wahrscheinlich geht niemand ran. Sag mal. Aber probier es. Also 0 und dann 2... Ja, 0299. Ja. 66 1999. Ich befürchte, da wird keiner mehr rangehen. Dreimal die 9 waren das, ne? Das ist völlig richtig. Ja, bei Klicks schaut Florentin, glaube ich, auch immer, dass seine Nummer unterdrückt ist, weil er teilweise auch schon zurückgerufen wurde von irgendwelchen Leuten. Oh, und da war das teuer, ne? Und der kann sich's ja leisten, aber bei mir schwierig. Muss ich schon einreichen dann. Da gehst du halt nicht ran, wenn du eine japanische Nummer siehst. Ja. Das kostet mich halt jetzt auch schon Vermögen. Das Freizeichen ist auch anders in anderen Ländern, ne? Ja. Das klingt schon so instabil, ne? Klingt schon nach weit weg. Ich glaube, in Japan lässt man nicht so lang klingen. Da geht man früher ran, weil man ist höflich. Man lässt jemanden nicht warten. Ist das jetzt gerade schon eine Kriegsansage, dass ich hier so lange klingeln lasse? Ja. Ich leg auf. Leg auf, okay. Ja, aber wie gesagt, komm, dann geben wir auf für die Runde. Das ist ja von, jetzt hab ich, warte mal, gib mir noch eine Sekunde. Ich geb dir noch eine Sekunde, ja. Und zwar, da sehe ich jetzt nämlich, oh Mann, ey, aber jetzt sind hier, das ist einfach nichts. Da ist gar nichts, ne? Was irgendwie für mich zu lesen wäre. Das ist ja so lächerlich. Baseball, ist das ein Baseballfeld, spricht auch für Japan. Weiß aber nicht, ob es wirklich ein Baseballfeld ist, ich glaube ja. Baseball spricht für Japan, das ist da weit verbreitet. Ja. Dann mach Japan und ich habe jetzt mal in die Mitte ungefähr. Ja, mach mal, bin mal gespannt. Bin ich wirklich gespannt. Also ich gehe mal weiter weg von Tokio. Vielleicht Fukushima ist auch Fukushima. Fukushima. Ah, 200 Kilometer. Ui, nicht das ist so schlecht. Das ist gut, das ist sehr gut. Sehr gut. Kann hier. Wo sind wir denn? Da ist Japan. Ach doch, in der Nähe von Tokio tatsächlich. Krass. Ja, vor Ort vielleicht, wie vor Ort. Itako. Aha. Gut, dann, ja aber Japan ist doch schwierig. Ja, aber ist doch gut, über 4000 Punkte, das finde ich wunderbar. Ja, aber war halt einfach eine eiskalte Schätzung, ne? Okay, dann du jetzt. Nächste Runde. Ja, warte. Wir spielen jetzt noch eine Runde und haben dafür 5 Minuten Zeit. Das schaffen wir. Circa 5, 6 Minuten. Okay. Dann geht's mal los. General Vibe. Was vibest du gerade? Ich vibe eher so von den Häusern her, dass es europäisch ist. Ja. Yeah. Aber die Straßenschilder sehen irgendwie komisch aus. Ja, die Autos sehen auch eher so günstigere Autos. Was haben wir denn hier? Aber ist unsere Schrift? Oh, vielleicht sowas wie Griechenland? Mytner, Ulica. Unsere Schrift. Also das sieht schon irgendwie sehr europäisch aus. Okay, dann ist es wahrscheinlich Osteuropa, oder? Auch im Sommer, die haben mal alle kurze Hosen und so an. Ja. Aber es ist ja auch keine griechische Schrift, ne? Nein. Ach, das war jetzt einfach nur... Ja. Nee, das ist keine griechische Schrift. Was haben wir denn hier bei den Autos? Ja, wenn du Autos siehst... Oh, das ist ein Mercedes, nicht schlecht. Beschreib mir mal, was du auf den Nummern... Ob du da irgendwas erkennst bei den Nummernschildern. Also ich glaube tatsächlich... Nee, die sind alle geblurrt, aber das...
Das ja, sind ja, auf jeden Fall weiße und es, ich glaube, das ist so ein blaues EU am Rand. Sehr gut. Obwohl es sehr geblurrt ist, ist aber ich denke schon, dass es das ist. Ja, ja, also ich und denk, kein Rot, du siehst nichts Rotes auch, ne? Nee. Und wir sehen auch stinknormalen Rechtsverkehr. Ja. Hellhäutige Menschen. Ja. Yeah. Also, das ist auf jeden Fall irgendwo in Europa. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich mal irgendeine Form von Information hier sehe. Ja. Das ist wieder irgendwas, das ist leider zu unscharf. Und vor allem auch nicht kyrillisch. Nee, jetzt. Nee, nee. Also. Und auch keine Accents sind so schon gesehen. Ah, hier, also pass auf. Ja. Das ist vielleicht irgend Slowakisch, Slowenien, irgendwas in der Richtung. Also, ja, weil hier steht Slado Kivicova. Das ist irgendwas Osteuropäisches, auf jeden Fall mit diesen schönen, über dem A und über dem C, diese, ja, ne, wie Kroatien vielleicht, irgendwas, ehemaliges Jugoslawien, irgendwo die Ecke. Mhm. Da ist natürlich die Frage, wenn das hier, also wenn dieses, wenn das wirklich Europa ist, was ich da mit den Nummernschildern gesagt habe, weiß ich nicht, ob es EU ist oder jetzt mal überlegen, welcher dieser Länder. Ja, die, das haut noch bei allen hin. Leider. Hier also für uns weiter. Jetzt leider, meine ich. Für die Suche. Ja, die Straßenschilder sehen auch. Die sehen leicht, teilweise leicht anders aus. Hier ist wieder eine sommerlich bekleidete Dame. Ja. Und ist es denn sehr gebirgig? Siehst du irgendwo also, am Horizont Gebirge oder ist es eher flach? Nee, es ist, erscheint mir momentan eher, eher flach. Ich guck mal eben in die Richtung. Vielleicht darf ich hier weiterfahren. Warte mal, was haben wir denn hier? Da hatte ich doch eben ein größeres Gebäude gesehen. Ich muss mal irgendwie gucken, was haben wir hier? Hier wieder, oder Tschechei oder sowas. Sankowa Ulica. Sankowa Ulica, das klingt doch irgendwie auch so polnisch, oder? Ach, Reserve. Mit dem A auch hinten? Hier steht reserviert, aber es wird geschrieben Reserve mit E. Aha. Wo da so ein, über dem E so ein Nöpsi ist. Okay. Wie, fast wie so ein Akzent. Aber vorhin hast du mit den Akzents, hast du die, diese Dächer gemeint, die umgedrehten? Ja, ja, das ist genau. Ah, okay. Warte mal, hier steht was. Dann ist es nicht Polen. Oh, SK, Slowakei, ne? Ja. Auto. Autos. Gulamatus SK, also Slowakei sollte es sein. Da waren wir gar nicht weit weg, Tschechei, Slowakei. Sehr gut. Okay, dann gehe ich jetzt rein. Geh mal in die Slowakei, genau. Oh, jetzt habe ich hier endlich mal eine etwas größere Straße gefunden. Geil, weil dann müsste da irgendwo auch E50 oder so stehen oder 18. Ja, ja, also so groß ist sie leider noch nicht, aber hier, guck mal eben. Hier ist ein größeres Gebäude. Und am Anfang hattest du auch schon irgendwas gesagt, ne? Am Horizont ist das ein Gebirge. Ranavova. Warte mal, hier habe ich einen Kreisel. Cherova. Ah, da muss ich nur ein bisschen nach vorne. Wir haben noch, ja. Na, wir lassen es noch ein bisschen. Okay, wir haben hier drei Ortschaften. Ja. Polkoraba. S. Polkoraba. Kupec. Kupekeo und Holubio Zentrum. Polkoraba. Und da stehen da Kilometerangaben dahinter? Nee, das ist nur einfach nur ein Kreisel und das wird quasi gesagt, in welche Richtung diese Kreisel. Okay, sagen wir nochmal Polkoraba. Also genau, Polkoraba. Raba. Ja. Ja. Dann haben wir Holu. Mhm. Biho, also mit Y, B-Y-H-O. Mhm. Aber Holu, sobald du Holu siehst, weißt du. Mhm. Und dann Kupekeo, also Kupek, man spricht mit CK und dann E-H-O, das E auch wieder mit so einem Akzent. Okay, danke. Oh, hier ist eine Feuerwache oder Polizei oder was steht da? Zbrok Hasjeska Zbrosnikia Pesinuk Was? 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 Was, was, was? Pop. Okay. Bastinek, Lipa. Ja, solange ich jetzt hier nicht. Fahren wir mal in diese Richtung. Polkoraba. Tja. Da geht's weiter. Ja, das ist. Holo und Biho. Ist wahrscheinlich alle so mini klein. Ja, der Ort ist eher ein kleinerer Ort hier auf jeden Fall.
Aber es ist sommerlich, die Menschen haben alle kurze Hosen an. Dom Kulturi. Sind gut drauf auch, ne, alle? Ja, die sind da irgendwie das Gefühl so, was gibt's hier? Hier gibt's Golden Dragon, hier gibt's richtig schönen asiatischen Imbiss noch. Sehen die so aus, boah, scheiße, dass wir so nah an den Tschechen wohnen? Oder sehen die so... Ja, exakt. Nee, die sehen aus wie, ah, zum Glück können uns die Tschechen hier nichts tun. Das sehen die aus. Okay, blau. Ja, wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, aber wir geben uns trotzdem noch eine Minute. Ich finde, dass wir Slowakei schon... Ist schon nicht schlecht. Finde ich schon ganz gut. Galerie, Rzalos, hier sind ein paar Straßen, Celesch, Stanica. Ja. Was sagt denn der Bus? Ja, das wird uns jetzt nicht weiterhelfen. Das wird alles nichts mehr bringen, ne? Aber zumindest habe ich ein bisschen ins Stadtinnere gefunden. Ja. Okay, dann würde ich sagen... Aber da war sogar ein Autobahnschild. Aber nur, dass es in die Richtung geht. Ja, warte, wo bist du denn da? Ja, also du musst... Ja, wollen wir mal nicht kacke sein. Wir haben ja vorhin eigentlich gesagt, noch vier Minuten. Ja, fünf komm. Minuten geben wir. Dann lass uns mal jetzt tippen. Ich sag mal, das sind heute ganz in der Nähe von Bratislava, Drvna, Pichna. Guess. 50 Kilometer! 50? Noch näher an Bratislava wäre es gewesen. Aber das ist doch okay. 50 Kilometer, was haben wir? 4871 Punkte. Das ist doch aller Ehren wert. Ist es auch, wirklich. Ist aller Ehren wert, auch dass du da warst, Nils. Mir hat's richtig Spaß gemacht. Mir auch. Das macht wirklich Spaß. Und das ist auch mit dir macht es auch Spaß, weil du auch echt gut bist. Und dann habe ich das Gefühl, du kannst mit den Sachen, die ich dir sage, auch irgendwie was anfangen. Ich drück mal hier nochmal irgendwas drauf. Oh, in Kombination mit deinem Ehrgeiz ist es natürlich ein unschlagbares Du. Ja, ich könnte auch, ganz ehrlich, ich könnte auch 2 Stunden an einer Sache sitzen. Ja, einfach ganz genau das rausfinden, ja. Denke ich auch, ja. Wir haben uns ja heute auf jeden Fall mal deutlich mehr Zeit gelassen für eine Runde wie im Vergleich zum normalen Runden. Aber ja, einmal haben wir es geschafft mit 5000. Ob das dann so unterhaltsam ist, bei jedem wirklich eine Stunde zu suchen. Vermutlich eher nicht, zum Zuschauen eher nicht. Aber macht Spaß. Ja, ich glaube auch. Also, das hat funktioniert. Diese Runde hat uns auch Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst es gerne uns mit einem Like wissen. Wenn ihr grundsätzlich sagt, GeoBattle gefällt mir auch, ein Like da lassen. Wenn ihr sagt, Rocket Beans, das sind ja einige Formate, die mich interessieren, dann abonniert diesen Kanal. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge GeoBattle wieder. Danke an Nils. Bis dann. Ciao.